Drei Schritte zum Umgang mit Depressionen. Depression ist ein Zustand der Antriebslosigkeit, der Niedergeschlagenheit, ein Zustand der erschöpfungsartigen Antriebs- und Initiativelosigkeit, der zum Beispiel nach Verlusten, Enttäuschungen und Misserfolgen und so weiter auftritt. Entgegen der gängigen Meinung werden nicht im Winter, im Herbst, Winter, sondern im Frühjahr und Sommer die meisten Suizide begangen. Mindestens 90% aller Suizide stehen im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung, insbesondere Depressionen und bipolare affektive Erkrankungen. Betroffene müssen in erster Linie sich nicht über diesen Zustand definieren und darauf reduzieren. Ein Leben besteht aus vielem mehr aus als nur aus der Tatsache, dass man erkrankt oder einen schweren Verlust zu vertragen hat. Ich kann das selber sagen, denn ich hatte selbst einen Gehirntumor und ich bin sogar unter der OP aufgewacht. Aber das nebenbei. Nun, die drei Schritte. Schritt 1. Spreche mit deinem Hausarzt über deinen Zustand und lasse abklären, dass du physiologisch, neurologisch, organisch eben gesund bist. Schritt 2. Lasse dir eine Empfehlung geben und bemühe dich um einen Termin bei einem Psychiater, bei einem Psychologen bzw. Therapeuten und oder zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und Schritt 3, wisse, Probleme übersteigen niemals dein Potenzial, sie zu bewältigen. I want to hug you and tell you I love you. Choose to be happy and stay blessed.